Servus liebe Leute und willkommen zu einem weiteren Trophy-Tipp in Dark Souls 3 und zwar ja ultimativer Estus. Ne, da braucht ihr ja 11 Stück dieser Estus-Scherben und zwar sind wir jetzt hier bei dem Osten. Sind wir direkt hier, Hohe Mauer von Lothric, also das Gebiet, was ja eigentlich definitiv als allererstes bereist. Und ja, da legen wir jetzt in die Fahrt auch gleich los, da zeige ich euch mal, wo das Ding hier ist. Nicht wundern wegen, was ich das hier schon auf 15 habe und auch Estus plus 10, das ist hier ja... Ja, ich sage jetzt mal Szenen aus New Game Plus Plus, wo das Ding hier jetzt ist. Da habe ich es ja mit Absicht nicht alles eingesammelt, dass ich es euch jetzt hier zeigen kann, wo das ist. Mal davon abgesehen, weil man einmal natürlich hier die 15 Teile hat und so weiter, kann man keine Medaillen mehr einsammeln zusätzlich, weil ist schon Maximum. Ne? So einfach ist das, also könnt ihr theoretisch auch schon im neuen Spiel direkt das Maximum rausholen. Au. Jo, na, also einfach den Weg hier lang latschen, wie es ich das hier jetzt mache. So, natürlich nicht unbedingt gerade durchrennen, je nachdem, müsst ihr euch selber zutrauen oder nicht. Also werde ich es jetzt generell machen, dass ich einfach nur alle Stellen zeige mit durchrennen, dass es für euch natürlich schneller geht, ne? So, dann einmal hier und da. So, mal sicherheitshalber. Au, genau. So, komm mal her. An dem hier müsst ihr natürlich vorbei. So. Genau, passt. So, einmal hier runter. Und dann jetzt hier unten, seht ihr schon, da drüben in dem, oder an dem Amboss. Da ist das Teilchen. Was ihr haben wollt, nämlich das hier. Es ist Scherbe 1. Na, gut, das wäre einfach die erste. Weiter geht's mit dem nächsten. So, und das zweite ist hier in der Untotensiedlung. Na, das nächste Gebiet, das ihr nach dem Wortbosskampf erreicht. Genau, hier kommt ihr ja durch das Gitter hier durch. Ja, müsst ihr einfach nur hier lang. Gibt natürlich jetzt immer, okay, nicht immer, aber meistens auch andere Wege. Komm her. Die ihr natürlich gehen könnt. Aber ich zeige jetzt mal mehr oder weniger, sage ich mal, den Standardweg. Ne? Au. Den man hier laufen könnte. Ihr könnt natürlich auch oben vom Dach runterspringen, das geht auch. Dann könnt ihr gleich noch hier oben diese Leiche hier mitnehmen, na, und das einsammeln. Aber die Estus-Trophäe ist genau hier bei dieser tollen Mistress-Lady Estus-Scherbe, die nächste, also so mit 2 von 11. Und ja, wir sehen uns bei der nächsten wieder. So, und da sind wir jetzt auch schon beim dritten Wald der Kreuzigung. Heißt hier das Ziel, das ist in dem Fall genau das Leuchtfeuer. Ja, vor dem Kristallweiser, kann ich euch nämlich mal zeigen. Genau hier hinten, das Leuchtfeuer ist ein bisschen versteckter. So, hier müsstet ihr rein und durch die Ruine hier zum Kristallweiser. Und genau auf der anderen Seite dieses Eingangs ist dieses Leuchtfeuer. Na, und wenn ihr hier seid, ouch. So, wenn ihr hier seid, bei diesem Eingang vom Kristallweiser, lauft einfach hier links daneben. Da geht es dann straight Richtung 3 von 11. Einfach nur hier so ein bisschen runterjumpen und genau hier in dieser Leiche ist das Estus-Ding. Gut, 3 von 11, Hammer, wir sehen uns beim vierten wieder. So, wir sind jetzt hier in den Farron-Festen, ja, ein bisschen weiter wie Kristallweiser, beziehungsweise vom Wald der Kreuzigung aus Richtung Farron-Feste hinter Kristallweiser. So, da sind wir jetzt hier und da müssen wir einfach nur direkt wieder hier raus, nach links so ein bisschen. Und da seht ihr ja hier diese kleine abgeranzte Brücke hier. Und da so einen kleinen schrägen Tempel. Und genau hier ist das nächste drin. Estus-Scherbe 4 von 11. Und ja, weiter geht's mit dem nächsten. Und da sind wir jetzt beim fünften Estus-Scherbenteil in der Kapelle der Läuterung. So, muss ich gerade so überlegen, wie das Zeug hier hieß. Auf jeden Fall die Scherbe vom Estus. Dazu eigentlich ganz einfach, das könnt ihr eigentlich gar nicht übersehen, normalerweise. Ja, genau hier. Ihr kommt eigentlich von links unten hier hochgelaufen, also eigentlich kommt ihr von hier unten. Ja, hier Richtung diese... Alter. Ja, hier Richtung Kapelle und dann direkt hier an diesem Stein. Da ist die nächste Estus-Scherbe. Gut, so, jetzt aber straight weiter zum Teil 6. So, Teil 6 von 11 ist ja ein bisschen trickier und zwar geht ihr einfach zum Hochfürst Volnir. Ich weiß natürlich nicht, ob ihr diese beiden schon habt. Ist natürlich gar nicht mal so unschlau, wenn ihr die schon haben solltet, aber ich zeige euch jetzt einfach mal den Weg von Hochfürst Volnir aus.
dazu einfach mal nochmal zurück und dann diese Brücke hier runter, welche ja dann schlussendlich auch zu dem optionalen Dämonenboss geht. Ich will jetzt mal noch nicht zu viel verraten, aber ja. So, hier diese Brücke runter. Kann man natürlich dann gleich noch runterklettern, sobald hier die zusammengestürzt ist. Und es natürlich angezeigt wird. Na. Na komm. Danke. So, dann hier runter. Der Weg ist jetzt natürlich etwas länger, weil wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, welche Leuchtfeuer ihr genau habt. Und ja, deswegen machen wir das jetzt mal so. Könnt ihr natürlich auch dann die entsprechenden noch reaktivieren, falls euch da noch welche fehlen sollten. Ja. Gott. So. Hier weiter runter, hier rechts rein. Da wäre in dem Fall schon mal das erste. Ne. So, aber den nochmal noch weiter runter in den schwelenden See. Wenn ich das so richtig. Ja, genau, schwelender See. Genau. Richtung diesen Wurm, der hier dann gleich auftauchen wird. Genau geradeaus zu diese Treppe dann hoch übrigens. Da wäre dieser optionale Boss, den man plätten kann. Kommt vielleicht dann dem einen oder anderen bekannt vor, wenn er den sieht. Ja. Zumindest so grob vom Erscheinungsbild. So, was natürlich den Riesenmumm da betrifft, hier habe ich noch ein extra Video, wo man den ratzfatz easy peasy besiegen kann, ohne dass man irgendeinen Knopf drückt. Einfach nur abwarten. Ja, aber das seht ihr ja dann in der Playlist der Trophäentipps, da ist es mit drin. So, soviel gerade mal zur Eigenwerbung. Genau, also hier hoch. Und genau hier drin wäre dann auch nochmal ein Leuchtfeuer, das ihr aktivieren könntet. Nämlich genau hier. So. Sobald ihr das dann habt, oder generell schon habt, das war jetzt übrigens das Leuchtfeuer von den Dämonenruinen. Das letzte Leuchtfeuer, was eigentlich das Ziel ist, habe ich selber noch nicht. Aber macht nichts, das holen wir jetzt gleich mal mit. Hier runter, da runter zu diesen tollen feuerschießenden Boppeln hier. Ja, ist natürlich jetzt hier, wird es wie ein paar Mal mehr erwischen. Au, au. Wie man sieht, so minimal. Oh. Gerade gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. So, Moment. Hier dann geradeaus weiter. So, die Teile hier rechts. Und links ist auch nochmal eine. Diese Statuen kommen einem auch bekannt vor, wenn da, wer jetzt die Vorgänger gespielt hat. Juh. Oh. Gott. Genau. Und hier wäre das nächste Leuchtfeuer, was ich selber noch nicht hatte. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Genau, das hier wäre theoretisch praktisch das richtige Leuchtfeuer hier, das Vorzimmer des alten Königs. Na, wer das natürlich hat, kann da direkt hin. Und hier in der Hecke sieht man es vielleicht schon, ne, eine komische Wand. Kommt man durch. Und jetzt hier links, Vorsicht vor diesen Boppels hier. Also am besten entweder durchrennen oder die einzeln runterfallen lassen und besiegen. Die fallen einem sonst auf den Helm, ne, und das macht Schaden. So, genau hier, Esso Scherbe, die nächste. 6 von 11 haben wir durch, ab geht's zur 7. Und da sind wir jetzt hier im Kerker von Irithyll. Auch ein Wegpunkt, den ihr haben müsstet. Wenn nicht, kann nicht sein, dann seid ihr noch nicht so wirklich so weit, aber hier müsst ihr auf jeden Fall durch. Von daher, Kerker von Irithyll, das nächste wichtige Waypointchen, was hier diese Esso Scherben betrifft. Genau, hier einfach komplett durchrennen, mir nach. So, jetzt hier unten weiß ich jetzt nicht, ob ihr den Weg da schon frei habt, hier diese Tür. Na, die ist normalerweise zu, wenn ihr die nicht habt, müsst ihr hier lang und dann hier rein. Den Weg zeige ich euch jetzt gerade auch mal. So, einmal hier rüber und dann seid ihr hier, könnt hier diese Tür aufmachen und ja, dann habt ihr die safe. Das passt, hier runter springen oder rollen, wie es in meinem Fall ist. Vorsicht, hier links kommt gleich einer rausgeschossen. Ja, also eher rechts laufen oder rollen. Drüber springen, whatever. Genau. So. Dann hier diese drei Heinekens, ne? Rate ich euch auch dran. Vorsicht, den hier übrigens nicht vergessen. Au. Dass ihr den am besten besiegt. Weil der springt euch sonst in den Rücken und es tut weh. Gut. So. Genau, die hier weg. Jetzt werde ich ja gerade mal sicherheitshalber auch noch das hier. So, weil hier diese Kiste, ne? Ist keine normale Kiste, sondern ihr ratet es richtig. Genau. Eine, voilà, Mimik. So, was dann natürlich auch gewaltig wehtut, wenn die einen trifft. Also, weil ihr die besiegt habt,
Habt ihr das nächste? So. Na komm, fall um. Genau, und hier ist der nächste drin. 7 von 11 fertig. Weiter geht's mit der 8. So, die 8 von 11 ist hier in Anolondo. Auch ein Gebiet, was ihr definitiv bereisen müsst. Auf dem Weg Richtung Ende. Egal, welches ihr jetzt da gewählt habt. Gibt ja 4 Stück, mal dann beiläufig hier erwähnt. Vorsicht übrigens vor diesen Rittern hier. Die, ouch, man sieht das ja, machen gewaltig Schaden. So, wenn ihr die Tür jetzt hier noch nicht offen haben solltet, kein Problem. Na, dann au. Wenn ich jetzt nicht sterbe, zeige ich euch mal kurz den alternativen Weg, beziehungsweise den einzigen Weg, um da hinzukommen. So, hier hoch ist jetzt hier nicht wirklich schwer, weil hier kommen keine Gegner. Noch zumindest nicht, solange es nur hoch geht. So. Genau. Weil jetzt genau hier seid ihr im Hauptgebäude drin. Hier müsst ihr dann hier links runter. Alternativen gibt es hier auch nicht. Ach doch, ja gut, hier könnt ihr auf der anderen Seite runter. Na gut. Stimmt, das würde auch gehen, aber ich zeige jetzt mal hier den schnellsten Weg. So, dann nochmal hier runter und da runter. So, jetzt seht ihr ja selber, ne? Hier ist das Tor, was ihr dann sonst aufmachen könnt. Ja, zeige ich euch auch mal ganz kurz. Und zwar geht das Tor hier hinten links auf, ne? Da an dem Drehrädchen hier, ab hier ist das Ding. Hier rüber schieben, zack, geht das Riesentor hier auf. Und Vorsicht hier dann, ne? Ihr seht es gerade schon selber, die kleine ekelhafte Riesenspinne. Übrigens, wenn ihr die besiegt, erhaltet ihr einen Ring. Ne? So beiläufig auch noch erwähnt. Und hier drin in dieser Truhe ist die nächste Estuscherbe. Ne? Da ist die Tür. Und hier oben sind diese Magier. Ihr könntet auch direkt dahinter eigentlich runterspringen und da hinten diese Truhe looten. 8 von 11 ist dann eure. Ne? Wir sehen uns wieder in der nächsten. 9 von 11. So, die Nummer 9 von 11 ist hier bei der Tänzerin des Nordwindtals. Richtig geiler Bossfight, wie ich finde. Sieht gut aus, etc. Jo, hier die Leiter dann nach oben. Richtung mehr oder weniger großes Archiv. Allerdings jetzt nicht geradeaus Richtung großes Archiv, sondern links Richtung weitere optionale Bosse. So viel sehe ich auch schon mal gesagt. Den einzigen Weg, den es hier lang geht, einfach lang gehen. Vorsicht vor diesem hier, der ist aber nicht gerade unbedingt der hellste, dieser hier. Den kann man natürlich auch mittels dem tollen Aufzug einfach besiegen, indem man dann runterfällt. Oder einfach nur dran vorbeirennen, wie jetzt ich. Aufzug rein und runter. So, jetzt dann aber hier nicht ganz runter, sondern vorher hier einfach rausspringen oder rauslaufen. LOL? What the fuck? Okay, das ist neu. Hä? Der hat mich doch voll getroffen, ich habe keinen Schaden. Roffel. Ja, so viel dazu. Auf jeden Fall, wenn ihr davor rausrollt, rechts runter, hier sind 9 von 11. Oh mein, ich bin gerade lichtplatt hier. Genau. So, dann ab geht's zur 10 von 11. So, die 10 von 11, liebe Leute, könnt ihr eigentlich von zwei Arten erreichen. Einmal von den Prinzen aus, einmal vom großen Archiv aus. Ich zeige euch gerade erstmal das vom großen Archiv. Nämlich, da ist es so ein bisschen tricky. Ihr müsst hier diese Abkürzung freigeschalten haben. Wow, shit. Okay, da ist gerade der Aufzug noch nicht unten. Den holen wir gerade mal. Ja, ist ja direkt hier das große Archiv nach der Drachentöterrüstung oder so ähnlich. Da hinten ist der Bossfight von der Rüstung. Wie hießen die jetzt nochmal? Ich kann mir echt den Namen nicht merken. Wenn der Aufzug runterkommt, können wir mal gucken. Das war hier diese Drachentöterrüstung. Siehst du? Sag ich doch. Gut, da hinten ist der Bosskampf Drachentöterrüstung. Ihr kommt hier ins große Archiv automatisch vorbei. Auf dem Weg zum Prinzen. Und dann hier diese Abkürzung. Na? Die könnt ihr euch im späteren Verlauf durch das große Archiv freischalten. Zeige ich euch auch gerade mal, wo die dann ist. Sieht man gleich, wenn ich hier rauskomme. Alternativ seht ihr auch dann gleich, wo ich meine. So, hier stehen diese drei tollen NPCs, die euch alle drei angreifen. Sobald ihr von hier hinten links aus dem Gebäude raustretet, aus dem großen Archiv, kommen diese drei NPCs auf euch zu. Ein Hunter, ein Ritter, ein Mage. Genau. So, und direkt hier geradeaus zu. Seht ihr es in dem Fall auch schon, genau da hinten drin ist der Prinz, den habe ich selber noch nicht besiegt hier in dem Run in New Game Plus. Ja, da wäre dieser Bossfight. So, soviel dazu, ihr kommt auf jeden Fall hier raus, geht hier links hoch. Oder auch anders dann gesehen, da seht ihr selber, hier hinten ist der Bossfight, hier hoch und dann hier ganz hoch. Dann so ein bisschen gleich nach rechts. Könnten wir auch gleich hier lang laufen, geht schneller. Rip. So, dann nehme ich ganz hoch. Könnte es gut sein, dass ihr angegriffen werdet. Ja, toll, hier komme ich jetzt nicht hoch. Fail. Ja, also dann doch hier hoch. Und dann könnt ihr euch
wenn ich sie jetzt selber sehen würde, hier an der Sonne orientieren. Na, genau da ist die. Und hier hinten ist die neue Esto-Scherbe. So, das war 10 von 11 und ab zum letzten. So, da sind wir jetzt auch schon wieder direkt hier im Feuerbandschrein. Ihr braucht nämlich hierfür für die letzte Estus-Scherbe von dieser netten Dame hier. Ein Schlüssel namens hier, dieser Turmschlüssel, kostet 20.000 Seelen. Ich selber habe den jetzt schon, deswegen kann ich den jetzt hier nicht mehr kaufen. Na, aber den müsst ihr euch kaufen. Und dann einmal komplett nach oben. So. Genau, hier kommt ihr ja nicht rein, ganz am Anfang. Und hier dann komplett weiter hoch. Hier durch diese Nebelwand. Wenn ich jetzt gleich durchkomme, nee, natürlich nicht. Fail. Oh, das nervt. Ja, hallo? Ich würde ganz gerne hier durch. Dankeschön. So, dann könnt ihr nämlich mit diesem Turmschlüssel genau hier den Turm aufschließen, den betreten. Dab, 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 dab. Na. Genau. Und dann jetzt hier einfach direkt links runter. Wer sich nicht ganz traut, hier runterspringen will, hier gibt es noch eine kleinere Plattform hier drauf. Und dann hier runter. So, geradeaus weiter. Alternativ könnt ihr die auch schon gleich hier runter auf dieses Dächlein. Hier mal noch alles einsammeln. Na, gibt es ja auch noch was. So. Genau, jetzt geht es hier nämlich rein. Jetzt sind wir direkt über dem Feuerbandschrein, wie man das sieht. Da unten ist mein Lagerfeuerchen. Hier sind die ganze Thronsäle. Und hier in dieser Leiche. Ja. So, genau hier drin ist die letzte Essenscherbe. Gut, das war's. Das gleiche haben wir natürlich auch noch mit den untoten Dornsplittern und so weiter. Für das Lagerfeuer, für die andere Trophy. Und ja, und jetzt dann, nachdem ihr natürlich alle hier 11 Stück eingesammelt habt, müsst ihr nur noch hier hinten zu dem Schmied gehen und diese Teile alle eintauschen. Und zwar hier unter Estus Flakor verstärken. Ne, geht natürlich jetzt in meinem Fall nicht, weil ich habe schon 15, aber das hier müsst ihr einfach so oft dann machen, je nachdem wie viele Scherben ihr eingesammelt habt. Somit könnt ihr direkt danach auch die Estus Flakors zuweisen. 15 mal Heiltränke oder ich sage jetzt mal 9 mal Heiltränke, 6 mal Mana-Tränke, ne, je nachdem wie ihr spielen wollt, müsst ihr das einfach hier so einstellen. Und dann könnt ihr die Zuweisung beginnen. Nicht wundern, dass ihr direkt danach die 15 nicht angezeigt bekommt, sondern ihr müsst dann erstmal hier nochmal kurz zurück zum Lagerfeuer euch hier hinfläzen und dann wird das dementsprechend unten links aktualisiert. So, das war's. Ich sage mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Haut rein. Servus. Vielen Dank fürs Anschauen meines Trophy-Tipps. Bitte hinterlasst doch einen Like, teilt das Video und abonniert mich. Dankeschön.